Heute gestohlen, morgen schon in Polen. Alle tschechischen Taxifahrer betrügen ihre Gäste. Alle Tschechen trinken viel Bier. Tschechische Frauen tragen kurze Röcke. Alle Deutschen essen nur Bratwurst und Sauerkraut. Viele Deutsche sind noch Nationalsozialisten. Besteht die Mauer auch 25 Jahre nach dem Mauerfall noch in den Köpfen? Unsere Schule, das Dienstenhofer Gymnasium in Bamberg, führt seit 22 Jahren einen Schüleraustausch mit dem Jana Patočky Gymnasium in Prag 1 in Tschechien durch. Anlass genug für uns, anlässlich des diesjährigen 25-jährigen Jubiläums des Mauerfalls im Jahre 2014, uns und andere Menschen danach zu fragen, was sich seitdem architektonisch, gesellschaftlich und zwischenmenschlich verändert hat. Unsere Beobachtung beginnt bereits bei der Busfahrt nach Prag. Unsere Anfahrt gestaltet sich einfach. Die Autobahn ist fast leer, keine Grenzkontrollen, nur ein Schild weist auf die Landesgrenze hin. Das war nicht immer so. Gibt es in Ihrem Büro seit der Wende irgendwelche Änderungen? Ja, natürlich gibt es Änderungen. Früher hatte man also zum Teil immer noch umfangreiche Grenzkontrollen, gerade in die Ostländer. Man wurde also viermal kontrolliert. Man musste auch einen sogenannten Laufzettel ausfüllen, wo man dann vier Stempel brauchte. Und wenn man diese vier Stempel zusammen hatte, dann durfte man weiterfahren. Das war also der Stempel der deutschen Polizei, des deutschen Zolls, die jeweilige ausländische Polizei und der ausländische Zoll. Und wenn man sämtliche Kontrollen hinter sich hatte, durfte man weiterfahren. Erreicht man die Stadt Prag, sieht man eine prachtvolle Weltstadt. Der Kern der Stadt ist primär historisch. Nur wenige Gebäude im Zentrum weisen auf die sozialistische Vergangenheit hin. Die Stadt präsentiert sich vor allem äußerlich saniert, weltmännisch, ohne sichtbare erkennbare Bezüge zur Vergangenheit. Einzig das Metronom fällt ins Auge. Hier stand früher die Stalin-Statue, die am Ende der stalinistischen Ära gesprengt wurde. Das Metronom bietet viel Interpretationsspielraum. Der Zahn der Zeit nagt am System, die Uhr läuft ab, das gesellschaftliche Gleichgewicht in Tschechien ist im Takt und intakt. Vergleicht man die politische Situation vor 25 Jahren mit heute, muss man einen der Dreh- und Angelpunkte, die deutsche Botschaft in Prag, besuchen. Voller Hoffnung harrten die Menschen hier im Garten der Botschaft aus und warteten auf die Ausreisegenehmigung. Heute stehen wir zwar angemeldet und unter Sicherheitsvorkehrungen, aber nicht in einer Notlage hier. In diesem Garten wird uns das Ausmaß der Worte Genschers erstmalig richtig bewusst. Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise heute möglich geworden ist. Im Rahmen des Schüleraustausches nach 25 Jahren haben wir die Möglichkeit, ohne Probleme hier in das Land einzureisen und auch wieder auszureisen. Alle haben freie Reiseerlaubnis, aber sowohl auch auf die Entscheidung frei zu entscheiden, was sie in Zukunft machen wollen. Aber was hat die Wende mit den Menschen gemacht? Wir haben eine Mutter eines unserer Austauschschüler, Frau Karkova, gefragt. Pokud se mám vyjádřit k tomu, jak lidé prožívali listopad 1989, jak následující měsíce a jak se na to dívají zpětně, tak si dobře pamatuji, že v listopadu 89 skutečně lidi v Čechách věřili v to, že se něco u nás mění k lepšímu. Byla tu fantastická atmosféra, bylo i vidět, že lidi k sobě mají blíž, jeden druhému by chtěli porozumět, pomoct, žili tím skutečně a věřili, opravdu věřili v zlepšení. To jim trvalo tak měsíc, dva, možná tři měsíce. Následující rok už znejistili, protože postrádali podstatné změny v naší společnosti, ale ještě stále si říkali něco v tom smyslu, že třeba to chce čas, nejde přece nic změnit ze dne na den, to by ani nebylo reálné, tak čekali, že třeba nějaké změny nastanou, ale když žádné výrazné změny nenastaly ani po roce či po dvou od listopadu 89, tak jsme všichni pozorovali, jak atmosféra
vlastně klesá, jak lidi se opět odcizují, jak jsou zklamaní, jak přestávají věřit, jak mají i zpětně nedůvěru k sametové revoluci v roce 89, že to berou, že s nima svým způsobem bylo nějak manipulováno ve prospěch někoho jiného, protože u nás se pak ve skutečnosti kromě toho, že můžeme cestovat a že zde máme více možností nakoupit si v obchodech, tak se u nás příliš nezměnilo. Die Vermittlung der Vergangenheit an die Jugendlichen übernehmen die Eltern, die Gesellschaft und hier vor allem die Lehrer unserer Austauschpartner. Frau Teresa Menzingerova und Frau Jana Kosova und deren Direktor Herr Walek. Wie haben Sie die Wende erlebt und wie beurteilen Sie das Ereignis im Rückblick? Ja, also vor der Wende fand ich alles ziemlich bedrückend und grau und auch ziemlich unfrei. Also erst danach, nach der Wende, hat man das Gefühl gehabt, dass man wirklich wie ein freier Mensch weiterleben kann. Also für mich bedeutet die Wende oder die Samtrevolution einen Schritt in die Freiheit und ich sehe alles nur positiv. Alles alle Nachteile und Vorteile. Also vor der Revolution, Samtrevolution, war ich nicht zufrieden, aber trotzdem waren Vorteile, zum Beispiel im Gesundheitswesen oder im Schulwesen. Jetzt bin ich zufriedener, aber Nachteile sind genauso zwei, drei. Mal Spokojenost před a po, nespokojen. A pak spokojen a dnes nespokojen. Před revolucí nespokojen. Also vor der Wende war ich unzufrieden. Po revoluci spokojen. Nach der Revolution zufrieden. A dneska spíše nespokojen. Und heutzutage wieder eher unzufrieden. Also die Entwicklung ging wieder dann nach unten, wieder Zufriedenheit. Die Freiheit, die Möglichkeit zu reisen, frei zu denken und zu handeln, steht fast immer in allen Gesprächen mit unseren Interviewpartnern im Vordergrund. Aber ist das auch allen möglich? Heute sind wir frei nach dem Umsturz. Ich kann in die ganze Welt hinausfahren. Aber das Geld dazu habe ich nicht. Die Sozialsicherheit für mich ist schon schlecht gestellt. Ich kann mir nicht viel erlauben. Ja, ich habe ein Auto, ich kann damit fahren. Aber dabei sind die Preise so hoch gestellt, dass ich das Benzin heute nicht mehr bezahle, das Pensionist. Also das sind die Unterschiede dieser zwei Zeiten. Nach dem Umsturz aber hatten wir viel, viel für die Stadt gemacht. In der kommunistischen Zeit hat niemand etwas renoviert, denn dort blühten. Uns gehört alles, aber niemand hat etwas. Das war ein Sprichwort aus dieser Zeit. Heute haben wir wieder das Eigentum und der Gesellschaft, der Gemeinde gehört weniger. Deswegen wird viel renoviert. Die Leute haben das Geld gespart gehabt. Nach dem Umsturz war ein großer Boom, alles renovieren, alles in Ordnung zu sehen. Das sehen Sie hier auf den Gässchen. Die Häuser sind ganz schön präzise renoviert, ob wir auch noch Ruinen haben. Das sehen Sie auch auf dem Pflaster. Vor zwei Jahren wurde die ganze Innenstadt frisch das Pflaster gelegt. Das sind Vorteile, die die heutige Zeit wieder hat. Nur ist es nicht einfach, alles gut zu bezeichnen. Ich will in keinen Fall keine kommunistische, eine kommunistische Zeit zurück. Ich will nicht die kommunistische Zeit herausheben. Aber es waren Sachen, die damals vorteilig waren, gegen der heutigen Demokratie, sogenannten Demokratie. Denn was eine Demokratie ist, das wissen unsere Herrscher nicht mehr. Die haben es schon vergessen. Gehen wir zu unserer Ausgangsfrage zurück. Entstehen Mauern zwischen den Menschen in den Köpfen und besteht auch heute diese Mauer, trotz Mauerfall vor 25 Jahren? Wir haben die Mauer nie live gesehen, hören aber heute, was sie aus Menschen machen kann und auch gemacht hat. Wir wollen keine neue Mauer, keine reale Mauer zwischen den Ländern und keine in unseren Köpfen. Unabhängig von dem politischen Regime. Unser Schüleraustausch ist ein kleiner, aber für uns wichtiger Schritt in diese Richtung.